Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode YouTuber Insel. Heute haben wir sehr viel zu tun. Wir führen das Gespräch mit Amir, holen uns unsere OP-Rüstung. Wir müssen Diamanten farmen für einen Dreizack, unsere geheime Base weiter ausbauen mit einem geheimen Eingang, mit Fallen, mit Interieur. Ich bin sehr gespannt, was wir heute alles schaffen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da und viel Spaß mit der YouTuber. Weihnachtsmerch. Es gibt jetzt brandneu den Bangs Teppich, Freunde Hoodie, den OG Hoodie, natürlich coole T-Shirts, aber auch Beanies, Caps, Brotdosen, Wasserflaschen, Plüschtiere, alles auf www.bangs.shop. Und ab 40 Euro ab dem 1. Dezember bekommt jeder eine handsignierte Autogrammkarte kostenlos dazu. Tada! Hey, hat's geschafft! Ich bin Ente. Oh. Ich überreiche dir feierlich. Alleine sind die nicht mehr so stark, ne? Ich überreiche dir feierlich den Kopf von Ente. Boah, geil. Jawohl. Alleine sind die nicht mehr so stark, ne? Ja, sie waren zu zweit, ne? Alfie hat ihn verteidigt, aber es war schon ein guter Krampf, den zu bekommen. Und die sind jetzt auch wirklich. Okay. Also, die hassen mich jetzt, ne? Ja, ist kein Problem. Du bist jetzt. Ich werde dir auf jeden Fall helfen, wenn die nochmal ankommen oder so. So, jetzt hier helfe ich dir auch beim Angriff. Nee, stopp. Halt das erstmal. Wow. Ich werde jetzt erstmal eine Rüstung ready machen. Bis dahin müsst ihr noch irgendwie verteidigen. Ja, das stimmt. Ich hatte auch ein bisschen Angst davor, ohne Rüstung rumzulaufen. Ja. Nee, behalt die Sachen erstmal. Ich mache die jetzt alles ready. Ich denke mal, morgen kann ich die abliefern. Boah, und dann perfekt. Quatschen wir mal darüber alles. Aber irgendwas muss ich dir doch bezahlen. So ein paar Dias wenigstens, so ein bisschen. Was? Nee, du hast mir den Kopf doch gegeben. Ja, aber ich krieg ja alles, was ich alles kriege. Rüstung. Ja, wir können uns ja morgen unterhalten. Keine Ahnung. Können wir uns doch morgen in Ruhe unterhalten. Okay. Also ja, vielen Dank. Ich habe mal eine Frage, weil ich habe da was gehört, das passt nicht so richtig. Ich habe euch ja so als so übel korrekt eigentlich, ne, habe ich euch so kennengelernt. Mhm. Aber ich habe da was gehört, ihr sollt wohl mit iCrimex irgendwie eine XP-Farm gebaut haben. Vielleicht auch die, ich habe keine Ahnung. Und zusammen haben wir mit dem nix gebaut. Keine Farm gebaut, Creeper-Farm oder XP-Farm, irgendwie sowas? Die hat er selber gebaut. Ah, und dann habt ihr aber gesagt, ist nicht. Also es fing damit an, dass damals, als er Vive hat ja damals auf YouTube Insel 1, kannst du mich erinnern, die Creeper Farm gab. Ja, wo jeder geklaut hat. Ja. Genau, und er hat sich selber gesagt, er will dieses Business für sich aufmachen, aber wir haben halt extra 20.000 Blöcke weit weg eine Creeper Farm gebaut. Ja. So, dass nicht jeder ran kann und klauen kann. Aha. Und Blackjack, so dulli wie der manchmal ist, baut eine Creeper Farm einfach bei sich direkt auf der Insel und Alpha Stein hat wieder eine Double Chest voll Schwarzpulver geklaut. Ja, so, und du weißt, TNT bei Alpha Stein. So, und dann haben wir die von dem halt gesagt, ja, bau die um, funktioniert die um oder wir müssen die halt wegmachen, weil Alpha Stein mit Endless TNT haben wir keinen Bock drauf. Nee, das stimmt. So, und das gleiche haben wir Max auch gesagt. Max wollte ja aber unbedingt bauen. Dann habe ich gesagt, okay, ich helfe dir aber dabei dann nicht, ne? Du kriegst auch kein Holz von mir, kein Eisen von mir, gar nichts. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich warte, bis er Vive online kommt und dann kann man das mit dem klären. Ja, und dann hat er angefangen, ganz bei uns Holz zu klauen und sonstiges. Und dann bin ich einmal rübergegangen und weil er wieder zum 6. Mal hintereinander Holz geklaut hat, habe ich einen Totem von ihm gezogen erstmal. Und das hört sich natürlich ein bisschen anders an schon. Ja, klar. Und erst war ja, weil er gesagt hat, er ist sein Business, er will halt die Leute nicht, dass sie keine Creeper-Farm haben. Er sagt, okay, ich kann dir nicht helfen, weil er einfach mein Freund ist, aber er wird das mit dir klären. So, ich werde jetzt nichts draus irgendwie selbst machen oder so. Ja, und dann haben halt Candy und Max ganz gegen uns geschossen und hat das alles ein bisschen hochgespielt. Okay, dann freue ich, dann trage ich noch so lange stolz die Farben der Wasserkrieger und dann würde ich sagen, meldest du dich einfach morgen und dann freue ich mich schon sehr auf mein Geschenk, wollte ich ja sagen. Ja. Ich bin hier schon etwas, also ohne Dreizack und alles, ne, das ist ja alles schon quatschig. Ey. Ja, Dreizack verkaufe ich. Wie teuer? Stack Dias, ne, meine ich? 60, okay. 60, aber voll verzaubert. Ich glaube, ich habe ja Glück. Glück 3. Für Dreizack brauchst du Sog 3. Nee, ich meine, ich habe auf meiner Spitzhacke Glück 3, da kann ich ja ein paar Dias mal. Oh, ich habe so viel zu tun, ey. Ja, aber nee, erstmal Dreizack. Ich glaube, ich hole erstmal Dias. Ja, okay. Meinst du, hier gibt es noch was auf der Insel oder hast du hier alles hier geschnappt? Gibt bestimmt. Also hier unten habe ich mal gestreamt, meint hier unter mir. Ja, okay, ich baue mir ein Boot, egal. Hier. Ja, und drüben habe ich auch ein bisschen. Aber da drüben die Insel, wo der Berg ist, da ist eine Ancient City, die haben wir auch schon weggelootet. Aber ich glaube, da noch Dias übrig sind. Also wir haben eigentlich schon die Ancient City großartig gelootet. Ich glaube, ich zisch erstmal ab da in die Richtung und da. Okay, dann hole ich mir erstmal Dias ran. Gut. Okay, vielen Dank auf jeden Fall. Hey, war mir ein Vergnügen, mir ein Geschäft mit dir zu machen. Auch wenn die mich jetzt abgrundtief hassen und nerven, aber okay. Kein Ding. Ich helfe dir. Also auch ohne Entgeltung. Wenn die angreifen, bin ich neben dir. Okay, wir brauchen ein Codewort für Chat. Stein. Wenn ich Stein schreibe, dann Stein, ist Stress. Stein, genau. Dann weiß ich, Stress ist und dann suche ich dich. Okay, perfekt. Gut, dann hören wir uns, ne? Mach's gut, Banks. Ciao. Ja, pass auf dich auf. Ciao. Ich habe so viel zu tun, ne? Aber Dreizack ist schon wichtig, auch direkt am Anfang, ne?
Aber ich kann mich dann halt schneller fortbewegen, also viel schneller, 10-mal so schnell. Das heißt, wir sollten erstmal jetzt uns nach ein paar Dias Ausschau halten, weil ich habe genug Essen, definitiv. Ich habe Holz genug, ich habe eine Glück-3-Picke. Das passt doch, let's go. Warum hat Elina geschrieben, beeil dich? Sah aus wie Wasser. Candy's kill, gekillt, okay. Elina, was ist mit Elina los? Sie ist gequittet. Sollen wir mal Gambo schreiben? Ist mit Elina alles in Ordnung? Gambo war es, den habe ich ja vorhin da auch gesehen, als ich dann bei Trimax hoch bin zu der Burg. Da ist nämlich Gambo auch rumgelaufen. Ich würde sagen, wenn wir uns hier einfach runterscheppern, das sollte ja definitiv. Ja, die hat halt keine Reparatur. Doch, die hat Reparatur. Oh, geil. Das heißt, nochmal schön Cola bauen. Okay. Und dann parken wir mal hier. Mit der Rüstung kann ich ja eigentlich eh nicht sterben. Und da machen wir Neville Dick straight down, würde ich mal sagen. Wassereimer können wir schon mitnehmen. Das kann man immer gebrauchen. Ich habe ja Full Schutz 4, oder? Schutz 4. Und Federfall. Okay. Naja, dann kann uns ja eigentlich nichts passieren. Ding ist, Gambo antwortet nicht. Ich weiß nicht, ob da alles in Ordnung ist mit Elina. Wir müssen uns treffen. Wo bist du? Mann, Gambo macht's jetzt auch, ey. Ich habe hier 7 Storylines. Ich weiß gar nicht, wo ich mich um als erstes kümmern muss. Okay, morgen arrive, Geschenk, geheimes Treffen. Festung ausbauen für den Geheimbund mit Trimax. Ich muss morgen Amir die Geschenkübergabe für den Kopf ehe. Ich denke mal nicht, dass Arrive das schon weiß. Das sind zwei unabhängige Dinge. Und grundsätzlich mal nicht dem Alpha-Clan über den Weg laufen. Das ist auch nicht schlecht. Gambo will jetzt auch noch was. Okay, aber ich farm gerade Diamanten. Ja, wir können ja eine Gruppe. Warte, Gruppe, oder? Dings, Max hat dich gesucht. Hat er dich erreicht? Ja, ja. Wir sind doch zusammen mit dir vorbeigelaufen. Warst du? Hattest du Netherite? Ja, ist aber nur geliehen. Ach, stimmt. Du hast die Rüstung von Amir noch, ne? Ja, seine zweite Rüstung, ja. Wann musst du die denn zurückgeben, Ben? Ja, bis ich meine von ihm bekomme. Morgen kriege ich meine von ihm und da muss ich die zurückgeben. Okay, alles klar. Ich habe jetzt wahrscheinlich ab morgen auch Schutz 4 am Start. Ich werde heute Abend ein bisschen... Ja, von Esio, ne? Bin ja, voll genau. Informiert, Gambo. Ich weiß alles. Wow, chill. Hat er mir einfach erzählt heute. Ja, okay. Auf jeden Fall bin ich morgen auch ready to go, was Ausrüstung angeht. Max hat mich eben abgefangen und hat mir ein Angebot unterbreitet. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei dir das gleiche war. Mit dem Geheimbund? Ja. Das glaube ich nicht doof. Ich denke, also eine vorübergehende Allianz wäre jetzt wirklich nicht schlecht, weil wir sind über neu gerade und ja, wir werden zwar morgen wieder full equipped sein, aber ich denke, zu zweit reißen wir da echt nichts gegen 4 Leute. Nee. Weil da sind... So und so krasse Unterzahl. Das ist Quatsch. Ich höre Lava. Und Lava? Da sind Dias in der Nähe. Gibt's Mythen von. Oh, Baby! Ja, siehst du, ich hab's gecallt. Die hast du nur wegen mir. 50% gehen an mich. Scheiße, ich hab das doch selbst gehört und gesagt. Benjamin, aber ich hab's doch bestätigt. 30% an mich. Ja, witze, ich geb dir 70 auf Ehrenbruderbasis. Ja, okay. Weil so würde nämlich auch mein guter Freund Ben warten. 7 Dias. Geil, ey. Aber das nicht. Ich will auch einen Gefallen von dir. Ist gar nichts. Kannst froh sein, wenn ich dich nicht kille, Gambo. Ey, Benjamin, wir sind doch jetzt in einem Geheimbund. Die Frage ist, wie lange der geheim bleibt. Das ist nämlich die Sache. Ja, das stimmt. Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass das keine schlechte Idee wäre. Und wenn wir uns ausrüsten und zusammenschließen, dann haben wir wenigstens die gleiche Anzahl. 4 Leute, full equipped. Und dann kommt es halt wirklich drauf an, wer besser ist. Aber wir haben ja den Baro Titan Walls Gewinner. Das wissen die gar nicht. Ich denke, das wissen die, Gambo. Da steckt nämlich in dem Geheim. Das hat sich rumgesprochen. Hat sich das rumgesprochen? Wissen das die Leute? Das wissen die Leute, dass ich der Baro Titan Walls Gewinner bin. Aua, aua. Na, da kommt Insel noch hinten dran, abwarten. Oh, nochmal Dias, aber da Prime weit hinten. Hey, back to back, Dias. Nochmal Dias. Ja, weiß ich nicht. Mann, nur ein Zweier. Ich habe halt auch nur Glück 3, ne? Aber warum farmst du denn? Wofür brauchst du denn jetzt Dias? Wieso habe ich nur 12? Willst du shoppen oder was? Ich will den Dreizack kaufen. Dreizack ist an mir geizig, ey. Da will er Dias sehen. 60 Dias? Ja, 60 Dias will er dafür haben. Also der Standardpreis hat er ja am Anfang gesagt. 60 Dias, das klopft schon ordentlich. Aber sich selbst zu erfarmen und hochzudingsen, das klopft also noch viel mehr. Das Hochdingsen ist nicht mal ein Problem. Ja, aber das Farmen ist auch kein Problem. Ich habe da eine Connection. Ja, du gehst einfach zu der Farm illegal, oder wie? Nicht illegal. Ja, aber die Farm gehört aber Amir, dachte ich. Nee, es gibt noch eine Farm. Es gibt mehrere Dreizack-Farms. Ja, ja, ja.
Es gibt nicht nur einen Bund, der da so eine Farm hingerotzt hat. Die Dreizack-Brüder auch einer. Macht ja auch Sinn, die heißen ja Dreizack-Brüder. Macht ja auch Sinn, ist schon naheliegend. Ist ja natürlich auch eine Option. Weil ich habe jetzt gerade mal 21 Dias. Ich wollte gerade sagen, mit Glücksspitzhacke, da hast du ja nur so 3 Adern bis jetzt gehabt. Naja, das sind halt kleine Adern, ne? Immer nur so 2 Dias. Ich muss meine Uniform von der Reinigung abholen, damit ich morgen meinen Dienst da treten kann. Ich werde dir das Leben schwer machen dort. Viel Spaß. Was? Warum? Ich drück den Strafticket. Ich werde dir so die Geld abknöpfen, das kannst du denen vorstellen. Die Dias, die du gerade farmst, kannst du mir morgen... Dias, wiedergefunden. Ja, die gehören mir. 2. Bitte. Ah, nur 2. 3. Wir sehen uns morgen. Weil ich wollte. Ciao, ciao. Ciao. Euer Benson. Okay, wir haben 41 Dias. Das ist ja schon mal ganz gut, ne? Wir haben es fast, Leute. Vielleicht noch... Weg. Oh, Dias. Bitte, 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 bitte. Ja, 2. Mehr. Wo sind mehr? Nein, nicht nur 2. Mann, 2 sind zu wenig. Das ist ein Quatsch. Wie viel haben wir? 46. Okay, wir brauchen noch 14 Diamanten. Wenn wir ein bisschen Glück... Oh, Baby! 1, 2... Dahinter noch, bitte! Oh, egal, reicht's? 54, ich krieg einen Anfall. Wie wenig Diamanten kann man denn kriegen mit Glück 3? Das ist ja eine Lächerlichkeit. Okay, ist egal. Jetzt beim nächsten Mal kriegen wir safe. Wir brauchen noch 6 Stück. Oh, Amir, deine Bestellung ist fertig. Nice. Das heißt, wir können direkt, wir haben ja eh die Dias auch gefarmt. Das heißt, wir können direkt jetzt mit den Dias im Schlepptau zu Amir gehen, unsere Bestellung für Entes Kopf abholen, plus den Dreizack kaufen. Und dann würde ich eigentlich ganz gern noch der Rüstung einen Design geben, einen Armor-Trim. Da müssen wir mal gucken, wie wir das genau schnell hinkriegen, dass das auch nicht zu aufwendig wird. Und dann sind wir Prime ausgerüstet. Banks, wo bist du? Das schreibe ich. Ich lieber nicht öffentlich. Grüße, Alfie. Was habt ihr mit unserer Festung gemacht? Komm kurz vorher zu Paulberger Hills. Wir gehen zusammen rüber. Das klingt eine Prime nach einer Falle, oder? Aber Weif wird mir niemals eine Falle. Hab eine Überraschung. Wow. Okay. Aber jetzt privat schon. Okay. Sie haben anscheinend die haben die Sprengung. Das willst du nicht entgehen lassen. Okay, ich komme. Okay. Okay, wir sind jetzt schon bei der Insel. Das ist die Insel. Ich will gerade, wo Paulberg Hills ist. Paulberg Hills ist da, weil da ist das Toilettenloch. Das heißt, da ist Amirs Farminsel. Da gehen wir dann gleich im Anschluss hin. Die sind halt alle jetzt am Start. Und die haben jetzt gerade auch entdeckt, dass wir... Meint ihr, es ist eine Falle? Meint ihr, Vi verkauft mich jetzt an den Alpha Clan? Nein, oder? Das hilft nicht. So, wir sind bei den Paulberger Hills angekommen. Mal sehen, was der liebe Vive, der Toilettenkrieger, da jetzt für eine Überraschung für mich hat. Ich bin sehr gespannt. Wir haben Elina auch noch hier. Die baut sich hier gerade ihr Haus. Also nicht gerade, aber sie baut es generell. Sie hat es schon gebaut, offensichtlich auch. So, okay, wo ist Vive? Boah, er sieht anders schön aus. Oh, die haben den Weihnachtsbaum hier. Das ist cool. Okay, wo ist denn Vive? Wo ist er denn? Hallo? Ah, oh, hallo, ich höre dich leise. Komm zu dir. Ich stehe bei... Ah, ja. Hier, jetzt, okay. Komm, lass mal irgendwo dahinter gehen, weil Alpha-Stein, die jagen uns, glaube ich, gerade auch. So. Ich habe schon gesehen, du hast ja richtig Beef hier mit Alpha-Klein. Ich hatte übelsten Beef, ey. Ich habe mir mit dem Kopf von Ente bei Amir eine OP-Rüstung gekauft. Also, ich habe sie noch nicht bekommen. Ich hole sie dann später ab, aber... Naja. Aber hast du einen Kopf oder was von Ente? Na, jetzt nicht mehr. Amir hat den jetzt. Ah, okay, geil. Ja, so ein Kopf ist natürlich eine coole Sache, ne? Sag ich, wie es ist. Aber ich glaube, da geht's noch eine Nummer cooler. Aber komm mal. Ich dachte ehrlich, du killst mich jetzt mit dem Alpha-Clan, ne? Bro, was? Ich hatte so Angst gerade, als du die Stärke-Porsche in der Hand hast. Nee. 100% nicht. 100% nicht, ne? Okay. Bro, wenn ich das mache, bin ich der Ehrenloseste, den es überhaupt gibt. Okay. So, ich habe Real Talk ein Geschenk für dich. Und nichts Negatives. Was noch geileres als. Du wirst dich todesfreuen. Entes Kopf ist natürlich eine geile Sache, aber ja, wir werden es gleich sehen. Hast du einen Dreizack? Nee, den kaufe ich mir gleich erst. Warte. Okay, dann komm, lass gerade zusammenfahren einfach. Ups, falsch rum. So. Ich muss nur echt gucken, dass der Alpha-Clan es nicht sieht, sonst gibt's. Naja, wobei, ich habe ein Codewort mit Army ausgemacht, ne? Stein. Okay. Wenn man Stein schreibt, dann heißt das so mäßig, man braucht Hilfe und wird gerade angegriffen vom Alpha-Clan. Ja, okay, das ist strong. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob Armin das schon erzählt hat, aber die haben halt mit Abstand am meisten Schwarzpulver gerade, weil die halt die ganzen Farmen da auseinander. Okay, dann habe ich vielleicht einen Fehler gemacht.
Warum? Ich habe so mit Acronix zusammen ein TNT so gezündet bei ihnen in der Base. Hast du gerade den Chat gelesen? Er hat doch gerade geschrieben, was habt ihr mit unserer Festung gemacht? Yeah, okay. Wir haben so ein TNT so gezündet. Also es war nicht viel, ist kaum was kaputt gegangen, aber ja, war dann vielleicht nicht so klug, ne? Die haben übel viel. Also wenn ihr irgendwas baut und so, müsst ihr echt richtig aufpassen. Weil, okay. Boah, die sind halt ehrelos. Die überlegen halt auch nicht vorher, die sprengen einfach alles in die Luft. Das ist denen komplett egal. Das ist so schlimm mit denen. Aber okay, da vorne ist die Farming-Insel. Warte, ich schreib mal kurz Amir nochmal. Aber dann macht ihr, ich würde sagen, mach erstmal du deinen Trade mit Amir. Okay. Und das Geschenk bekommst du dann auf den Trade nochmal so on top. Ey, ich bin gespannt. Geschenk? Ja. Aber ich weiß gar nicht, was sein soll dann. Ja, es ist ein sehr cooles Item, sage ich mal. Ne? Ich habe eine Vermutung, aber ich bin gespannt, okay. Ja, dann hole ich mir jetzt erstmal meine Rüstung. Aber die habe ich auch teuer bezahlt, ne? Die hängen mir jetzt wirklich. Ja! Yeah, guck, wie die geiern, ey. Was du hast? Die denken noch, ich habe den Kopf. Die wissen ja noch gar nicht, dass ich den längst weiterverkauft habe. Das ist gut. Okay. Amir, pass mal auf, was ich hier habe, nämlich auch. Ich habe die Dreizack-Bezahlung. 60 Dias. Ich geh schon mal zum Geschenk, ne? Amir, kommt dann gleich einfach. Ja, wir kommen gleich. Kommt dann rüber zum Special-Item. So, dann würde ich mal sagen. Oh, sorry. Oh, Schild. So, hier. Oh, ja. Fertiger Dreizack, Haltbarkeit, Sog und Reparatur. Ja, ich muss direkt mal testen. Ist dir denn Schuhe dafür aus? Bei Wasserläufer macht das Ganze ein bisschen langsamer. Boah. Ja. Ist geil. Immer mit einem Wassereimer nebendran noch, damit du mal Water nämlich machen kannst, wenn du mal drauflegst, weil Fallschaden kriegst du trotzdem. Nice, vielen Dank. Gut, dann das macht's auf jeden Fall weiter. Viel. Jetzt muss ich nicht wieder mit dem Boot hier immer hin und her fahren. Ja. Außerdem hatten wir noch eine zweite Bestellung gehabt. So, erstmal guckst du dir an. Ja. Ein Schwert von mir hast du, glaube ich, noch. Ja, Schwert habe ich noch. Geil. Bogen auch, ja. Hier ist dein Schwert noch. Ich habe auch noch eine Stärke 2 Potion, wenn du die wieder haben möchtest. Ja, die kannst du behalten. Da hast du schon mal die ersten paar Sachen. Die sind geil. Nur noch upgraden, schöne Farbe drauf. Zack. Ja, vielen Dank. War ein sehr schöner Deal, ey. Schmeckt. So. Perfekt, haben wir das schon mal weggeräumt. Ja, wie sieht's denn eigentlich bei dir jetzt so aus? Wie willst du jetzt weiter gegen den Alpha-Clan vorgehen? Boah, ich gehe den, glaube ich, erstmal aus dem Weg und hoffe, dass ich den nicht über den Weg laufe, ehrlich gesagt. Ja, aber du weißt, aber jetzt habe ich halt einen Dreizack, jetzt kann ich auch abhauen. Ja. Brauchst halt unbedingt Netherite, ne? Na, so einen krassen Unterschied macht es gar nicht. Macht nicht so einen krassen Unterschied, aber allein, weil sie Verbrennung haben und so und Haltbarkeit. Ja, Verbrennung macht auch weniger Damage wegen Netherite. Weißt du, wenn du so Feuerticks abbekommst, wenn du keinen Feuerresistenztrank hast? Stimmt, die muss ich mir auch mal machen. Das wäre auch. Tränke sind halt so OP, ne? Naja, wir haben alle. Wir haben Feuerresistenz, Stärke, Regeneration, Geschwindigkeit. Okay. Muss ja auf alles. So, ich bin gespannt. Warte. Geschenk? Was ist denn für ein Geschenk? Ja, dann komm mal mit. Komm mal mit. Ne? Wir müssen mal ganz kurz wohin. Mein allergajutster, ne? Ich weiß gar nicht, was mich jetzt erwartet. So, die Schuhe ausziehen. Jetzt kannst du natürlich auch im Dreizack, ne? Ja, geil. Der Mann ist so schnell! Moin. Cool, ne? So. Krank. Also, guck mal, Banks, komm mal hier unten mit rein. Du musst einmal tauchen. Mhm. Einmal hier rein. Wir haben hier so einen kleinen Obsidianraum mit einem Bett, was ganz nettes. So, keine Sorge. Wir machen jetzt wirklich keine Sorge. Aber guck. Und jetzt setze ich meinen Spawnpunkt hier, oder wie? Nee. Nicht für dich. Boah, nicht für dich. Okay. Aber bau mal, hast du eine Pickaxe, eine gute? Ja. Bau mal den Block ab. Da ist eine kleine Überraschung für dich drin. Ist jetzt einer eingesperrt, oder wie? Ja, da ist wirklich einer eingesperrt! Wie habt ihr den denn hier reinbekommen? Das ist ja geil. Ja, es war Zufall gestern im Nether, dass er zu lange gebraucht hat, ins Portal zu gehen, oder im World Schnappschnapp gemacht. Alter. Stimmt, der kommt ja jetzt hier nicht mehr raus. Nee. Hä, aber wissen seine Kollegen gar nicht, dass er hier ist? Ja doch, ich hab das Video heute hochgeladen, die haben es gesehen. Aber wo das hier war. Aber sie wissen nicht, wo dieser Bunker ist. Genau. Nee. Wollt ihr die Koordinaten zufällig liegen? Das wäre nett. Wie geil, ey. Boah, da muss ich jetzt aber krass überlegen, was ich damit mache, ne? Ich sag dir nur ehrlich, den da zur Insel zu bringen, ist wieder sehr gefährlich, weil die suchen überall nach dem.
Die werden dich auch fett, die klatschen euch. Aber meint ihr, aber Ente so, wenn wir dich jetzt freilassen würden, würdest du uns dann in den Rücken fallen wieder? Dann, hey, wie meinst du? Ja, dann hätten wir ja eigentlich was gut bei dir. Nein, stopp. Nee, den kann man nicht vertrauen, ne? Stopp. Ente. Wir haben noch was dir gehört, ne? Was ziemlich wichtig ist. Stimmt, wir haben seine Netheroid-Rüstung und so. Ey, ja, gib die zurück, ich will die haben. Alles gut. Ja, wir haben das Schwarzpulver noch nicht. Wir haben immer noch nicht das ganze Schwarzpulver. Du musst uns verraten, wo ist das geheime Lager? Wo lagert ihr dieses ganze Schwarzpulver und TNT? Wir machen dir einen Deal. Nein, stopp. Wir machen dir einen Deal. Welchen? Wenn du herausfindest, wo das Schwarzpulver ist und die Info dazu gibst, einfach mal so nebenbei. Dann kriegst du deine ganzen Sachen wieder. Du musst dir ein ganzes Lied von mir anhören, okay? Dann verrate ich dir vielleicht. Okay, Deal. Oh nein. Ich hab's da nie gehört. Jetzt hab ich keine Lust mehr. Du warst gemein zu mir. Jo. Ja, ist echt gemein. Entschuldige dich kurz. Okay, Ente, es tut mir sehr leid. Ente ist bald eine Talentshow. Hast du mitbekommen? Vielleicht kannst du da abrocken. Ersten Platz. Ich glaube, ich kann aus dem Book hier gar nichts rocken, wenn ich nicht rauskomme. Ja gut, aber du kommst ja raus, wenn du uns halt verrätst, wo das geheime Lager ist. Alles gut. So. Übrigens, ich tu mal Wasser rein, dann dauert es länger zum Abbauen. Nein, bitte nicht schon wieder. Und wenn er frech ist, gibt's den Trick ja auch. Aber er muss wissen, wo das Lager ist, oder? Ja. Er weiß es safe. Ich weiß gar nicht. Nein, er weiß es safe. Ich hab sogar ein Video schon gesehen. Ja. Egal, was er sagt. Ah, im Video sieht man, wie er drin ist. Aber er hält halt komplett dicht. Das ist halt das Problem. Mhm. Ich meine, also, ne, ist einfach das Geschenk. Wir haben echt gar nichts aus mir rausbekommen. Wir haben so lange jetzt probiert. Ich hab so viele Lieder gesungen. Ich hab gesungen wie ein Vogel, aber du willst es nicht. Ey, vielleicht kannst du ja seinen Kopf auch holen und dann kannst du gegen deinen wieder tauschen. Nein! Er wird sterben da drin, ne? Nein, ich verbrenne hier drin! Ich hab noch einen anderen, bitte Hilfe! Ein Herz! Übrigens, ich will nichts sagen. Wenn du einen Lava-Eimer hast und den unter dem Place, dann stirbt er nur in Lava und es wird nicht gesagt, dass du ihn gekillt hast. Ja, aber die sollen das ja sehen. Achso, dann viel Spaß. Nein, dann mach. Also er spawnt safe hier, ja? Ja, haben wir schon ausprobiert. Ente, ich gebe dir jetzt eine letzte Möglichkeit. Du, es wird auch unter uns bleiben. Also naja, es wird im Video sein. Aber ansonsten bleibt es unter uns. Wenn du uns jetzt verrätst, wo wird das TNT gelagert?